Rhythmische Solfège, Video 2. Wir gehen jetzt in Medias Res. Und nachdem im ersten Video so ein paar Basics geklärt wurden, geht es jetzt wirklich an das Lesen und Klatschen und das Schnippen und das Notieren von Noten. Wir starten sehr moderat. Wir beginnen zunächst mal mit dem Text von Viertel und Achtel. Achtelpausen, Viertelpausen. Noch ist nichts überbunden, keine Haltebögen. Noch ist nichts punktiert. Also es ist noch sehr friedlich, sagen wir mal. Schauen wir mal auf diesen Text. Ne? Das ist jetzt die ersten vier Takte von dem Lesetext 2a. Wenn ich damit Schwierigkeiten habe, zu gucken, wo sind eigentlich die Noten, dann ist es vollkommen in Ordnung, erstmal die einzelnen Zählzeiten zu benennen. Also dann haben wir hier eine 1 und eine 1 und. Hier ist die 2, die 3, 4, 4 und. Wieder die 1, auf der 2 eine Pause, auf der 3 ebenfalls eine Pause, auf der 3 und eine Note, 4 Pause, 4 und eine Note und so weiter. Also so können Sie sich das erleichtern, den Zugang, indem Sie ganz klar eine Struktur schaffen und die einzelnen Zählzeiten benennen. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und könnte wirklich das Raster von Achteln auf den Text übertragen. Oder über den Text eintragen. Das geht natürlich auch. Okay. Wollen wir den Text mal singen? Mach's mal vor. Nur die ersten beiden Takte. Ein Takt vor. Eins, zwei, drei, vier. Da, du, die, du, 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 da. Ba, 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 du, die, du, 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 da. Ba. Ba. Und die beiden nächsten Takte. One, two, three, four. Yada, ba, ba, bu, ba, ba. Yada, da, da, du, da, da. Die ersten vier Takte zusammen. Bisschen flotter. One, two, ba, du, di, du, 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 da. Ba, bu, ja, da, ba. Ba, 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 ba. Okay. Blatt 2 gibt Ihnen ja einen 16-taktigen Text. Den wollen wir versuchen zusammen zunächst mal nicht zu singen, sondern erstmal zu klatschen oder, wenn Sie mögen, auf dem Oberschenkel oder wie auch immer. Aber jetzt versuchen wir dazu zu zählen. Wir haben hier sozusagen ein kleinstes gemeinsames Vielfaches von Achteln. Ne? Wir haben so ein, also wir können so ein Raster legen in Achteln und klatschen jetzt den Text, während wir leise dazu zählen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu, wie soll man sagen, dass man zu viel Energie da reingibt, sonst geht einem die Puste aus. Ich mache das nochmal vor und dann machen wir das gemeinsam. One. 2, 1 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich habe jetzt Viertel gezählt, man könnte auch Achtel zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay, und diese beiden Sachen, diese beiden Perspektiven auf die Noten, dass wir singen und dass wir es klatschen oder klopfen, das üben wir jetzt zusammen mit dem Lesetext 2a. Wir starten erstmal und ich klopfe den auf den Oberschenkel. Ein Takt vor. Lesetext 2a, der ist 16 Takte lang. One, two, drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier und 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 eins und wir kommen zum neunten Takt und vier und eins und zwei und drei und vier
und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Die letzten vier Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay, ein bisschen schneller. Und jetzt zähle ich auch nur noch Viertel. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 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 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Habe ich mich verhauen im vorletzten Tag? Egal. Lassen Sie uns zuletzt das Ganze mal ternärphrasieren. Das heißt, wir sagen jetzt, also was da steht, der Text im 2a ist ja binär notiert. Aber jetzt lesen wir das mal mit geschaffelten Achteln. Das würde also bedeuten, wenn das über einem Text steht, ja, es ist zwar so notiert, aber bitte phrasier mir das mal so. Warum macht man das jetzt zum Beispiel bei so einem Text? Ganz einfach, weil Sie haben hier nochmal zwei zusätzliche Symbole. Und der Text wäre ganz schön, das werden Sie später in den Tutorials sehen, ist sehr dicht, umso mehr Symbolik da reinkommt. Und wenn man sich das vereinfachen kann und noch ein paar Symbole spart, dann nutzt man das und geht hin und sagt, binär notierte Achtel bitte wie geschaffelte, ternär notierte Achtel singen. Das heißt, die Grundlage ist jetzt nicht mehr 1 und 2 und 3 und, sondern 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, das Feeling unten drunter ist ab, 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 ab. Okay. Wir klopfen den Takt, den Text 2a in einem ternären Feeling. 1, 2, 3, 4. 2 und 3 und 4 und 1 und 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 2 und 3 und 4 und 1. Okay. Wir machen die ganze Sache mal einen Tick komplexer und gehen zum Lesetext 2b. Hier gibt es zwei Neuerungen. Wir haben punktierte Noten und wir haben jetzt eine Stelle, wo eine Note überbunden ist. Punktiert, eine punktierte Note bedeutet, dass diese Viertel um die Hälfte ihres Wertes verlängert wird. Eine Viertel wird also dann um eine Achtel verlängert. Eine punktierte Viertel hat dann den Wert von 3/8. Oder sagen wir mal die Länge von 3/8. Bei der Überbindung wird die Note so lange gehalten, wie die Note ist, zu der gebunden wird. Also in dem Fall auf der 2 und, setzt die Bindung an und geht zur 3. So lange muss diese Stelle gehalten werden. 1 und 2 und 3 und 4 und A, U, A, Da, Du, Da. Okay. Die vier Takte zusammen. Wir gehen wieder zurück in das binäre Feeling. 1 und 2 und 3 und 4 und Ba, Du, Da, Du, Da, Da, Du, Da. Bu, ba, da,
du da, du di ba, du da, du da da, bu ba, ba bu 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 ba, bu ba. Jetzt wir legen mal den Schalter um in die geschaffelten Achtel, ja, in das ternäre Feeling. Eins und zwei und vier und da, du da, du da da. Du da, ba, bu, 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 ba, bu, bi, ba, du da, du da, da, du da, ba, bu, 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 ba, ba. Schauen wir gemeinsam auf den Text. Blatt 2b. Wollen wir probieren, das zu singen? Moderates Tempo, binäres Viel. Eins und zwei und drei und vier und ba, du da, du da da, du da, bu ba da, du di da. Zweite Zeile, ba da, bu bu, du di, du ba. Bu, ba, bu, di, di, da, bu, ja, da, du, da, du, di, ba, du, ba, bu, bi, bu, ja, ga, da, ga, da, du, di, da, bu, ba, ba, ba. Bu, ba, bu, bu, ba. Das ist schon anspruchsvoller Text. Also durch diese Überbindungen muss man sich sehr gut orientieren an dem Puls. Und vielleicht nochmal ein Satz zu dem Puls. Das ist meiner Ansicht nach sowieso die Grund, die Referenz sozusagen, an der ich mich orientiere. Also ohne Puls schwimme ich einfach. Der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir dürfen uns wirklich einen sehr deutlichen Puls geben. Ne? Wenn wir jetzt spielen in einem Kontext, dann ist das manchmal okay, aber manchmal ist es auch einfach, da können wir nicht irgendwie uns einen Puls geben, der so laut ist, weil das einfach total stört. Also letztlich ist das Ziel, dass man sozusagen über das Üben den Puls verinnerlicht. Ja? Dass der Puls wandert, sozusagen in den Körper und ist dann da. Ja, das wäre sozusagen optimal. Brauchen wir jetzt noch nicht. Jetzt ist es erstmal gut, einen starken Puls zu haben und den auch wirklich zu artikulieren. Jetzt haben wir es gesungen. Zum Schluss klatschen wir es noch. Blatt 2b. Hier ist sozusagen der Beat und wir klatschen den Text binär. Genauso wie er da steht. One, two, three, four.